Hallo, 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 hier ist wieder Schoki bei Noki Daily mit deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute den 17. Juli und mir ist total egal, was der Pujan sagen möchte. Wir machen einfach weiter im Text. Was ich dich schon immer mal fragen wollte. Machst du das extra am Anfang? Oder kommt das ganz von alleine? Hallo, hallo. Ja, merkst du es? Das kommt ganz von alleine. Hallo, hallo. 17. Juli. Ja. Juli. Juli, ja. Nicht zu verwechseln mit dem Torwart Leno. Wir haben Geburtstag. Also nicht, wir haben Geburtstag. Wer hat Geburtstag? Aber wer hat Geburtstag? Das ist eine ganz hervorragende Frage, die beantworte ich jetzt. Matti Nykänen. Matti Nykänen. Matti Nykänen. Matti Nykänen, geboren am 17. Juli, nicht Juli, wie manche Leute falsch sagen. Ja, komisch. Zum Beispiel. Ne? Ja. Am 17. Juli 1963 und damit nur 2 Jahre jünger als Sascha. Matti Enzio Nykänen ist ein ehemaliger finnischer Skispringer, der als vierfacher Olympiasieger, und zwar 84, 88, fünffacher Weltmeister von 82 bis 89 und vierfacher Gesamtweltcup-Sieger zu den erfolgreichsten Athleten seiner Sportart zählt und dies in den 80er Jahren dominierte. Geboren wurde er übrigens, warum tue ich mir das eigentlich an, in Jyväskylä. Ja, Matti Nykänen. Nix von Ikea, das ist ein Ort. War der Grund, weswegen ich als Kind Skispringen geguckt habe. Ich fand den immer total gut als Skispringer. Matti Nykänen. Der war immer irgendwie so der Raufbold, hatte ich irgendwie damals jedenfalls so vor meinem geistigen Auge das Bild, der Skispringer. Ja. Ein Grund mehr, ihm dankbar zu sein. Er hat dafür gesorgt, dass Sascha weg ist von der Straße. Ja, danke, genau, Matti. Genau. Am 17. Juli. Ja, wenn es einmal damit angefangen hat. 1917 hat das britische Königshaus seinen Namen geändert. Anstatt Sachsen-Coburg-Gotha, also nochmal. Kobold. Anstatt Nackischer Kobold-Gartenzwerg heißen sie jetzt wie? Gnom von Ork zu Schaufenflucht. Anstatt Sachsen, Coburg-Gotha nannten sich dann ab diesem Zeitpunkt die Windsors. Warum? Warum? Weil die Visitenkarten immer so lang waren. Ah, ja, ja, genau, wegen den Visitenkarten. Genau. Ha! Ja. Wen kennst du aus dem Königshaus? Wer ist denn da die Chefin? Lisbeth. Lisbeth, die? Tode. Ah. Dann der. Wer heißt der Mann? Der heißt, wie heißt der nochmal? Hans-Uwe. Nee, heißt der nicht Klaus? Nee, das ist der Holländische gewesen. Wie heißt denn der? Wer heißt denn der König? Das ist nicht der König. Das ist der König, aber sie ist die Regierungsführung. Sie ist die Königin, aber er ist nicht der König. Was ist er denn? Er ist der Mann der Königin. Achso, nur Mann der Königin. Duke irgendwas. Ja, wie heißt er denn? Was weiß ich. Ja, aber so. Ich frag so auf dich. Ja, genau. Dann kenne ich noch den Charles, dann kenne ich noch den Harry, dann kenne ich noch den William. William und dann kenne ich noch den George, das ist der Sohn. Und dann die ganzen anderen Belgier. Und die Kate Moss da. Was? Ja. Am 17. Juli. Ist Welt-Emoji-Tag. Welt-Emoji-Tag. Genau. Hier, das ganze Geraffel hier, die ganzen kleinen Chinesen da hinten. Wer von euch benutzt auch ein Emoji, könnt ihr jetzt hier unten einfach mal eure Lieblings-Emojis in die Kommentare. Am besten hier so drüber. Hinein posten, ja. Als Kommentar einfach mal euren Lieblings-Emoji. Inoffizieller Feiertag der Welt-Emojis. Yeah, ja. Die haben da frei. Ja. Das heißt, da müsst ihr eure Texte ausschreiben. Fragt eure Eltern, wie das funktioniert. Ja, wie geht das bloß? Ja. Genau. Am 17. Juli 2005 hey, guck mal da. Ist auch was nicht ganz Lustiges passiert. Da war ein Flugzeugabsturz auf der Insel Bioko. Ja, Bioko ist da in der Nähe von... Sieht man auch das ganze Blut, guck mal hier. Ja, genau. Afrika. Ich denke, es ist nicht so lustig. Warum lachst du dann? Ja, wegen dem Blut. Du bist ja mies. Ich finde Blut lustig. Vor der Küste des Afrikas und dabei sterben 50 Menschen. Das war am 17. Juli 2005. Herr Ehlert, ja, Sie haben ja diese Karte hier markiert und so. Was ist denn das für ein Land? Das ist die Insel Nein. Das rote Festland-Dingsbums. Das ist bloß Stelleria. Bloß Stelleria. Ja, genau. Warst du da schon auf? Was mich denn so blöd? Bist du da eigentlich groß geworden, in bloß Stelleria? Ich bin da ständig, wenn ich mit dir so eine Sendung mache hier. Das war's wieder von unserer Seite aus. Schoki Banuki, eure tägliche Dosis Angeberwissen. Ab morgen, tut's mir leid, ich bin nicht dabei. Den Dicken könnt ihr wieder sehen.
Und ja, wir sehen uns die Tage wieder. Macht's gut. Cheerio, Miss Sophie. Ciao.